Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier LS. Hier heute mache ich die Produktion mit Wasserversorgung und nebenbei die anderen Fahrzeuge waschen und reparieren, die noch anstehen. Ich hole mal Wasser. Können wir sehen, die Firma bei der Brauerei beginnt. Da haben wir eh Wasserträger da, ne? Da fangen wir an bei der Brauerei. Dann geht es los zur Malzfabrik und dann geht es los zum hier zurück zur Verpackung. Und in der Zeit, wo wir auffüllt, werden wir nebenbei zum Hof springen und da die Fahrzeuge entsprechend warten und reparieren. Die noch warten sind. Nur einige warten, denke ich mal, und entsprechend weggeräumt werden müssen und wollen und sollen. Und die wollen ja alles mit ordentlich verlassen, ne? Beziehungsweise, dass im Frühjahr alles schön stattler ist. Auch der LKW müsste mal gemacht werden. Aber ist ja immer der Reihe nach. Also erstmal Wasser voll machen und die Portion mit Wasser vergiebern. Ansonsten müssten wir das irgendwann mal mit Kursplay realisieren, dass da ein Traktor, ein kleiner, mit einem kleinen Wasseranhänger immer abfährt und das erledigt, bis es voll ist. Aber für die Gerätschaften muss ich immer Geld verdienen und das haben wir auch leider nicht. So, und deswegen haben wir jetzt einen großen LKW und einen großen Tank. Den machen wir auf. Von Geisterhand macht er das so schön, ne? Ich habe zwar einen Kurs hier schon gemacht, aber das hat nicht funktioniert. So, das dauert ja mal eine Weile, deswegen gehen wir zum Hof zurück und schauen, ob wir da was machen können. Meines Wissens sollen die so wie hier sauber stehen und warten. Entschuldigung. Und dazu haben wir hier noch sicherlich noch einiges parat. Fangen wir an gleich hier mit den ersten. Diesen Traktor hier, ist er sauber? Der Traktor scheint nicht sauber zu sein. Den machen wir gleich. Ne? Volltanken, waschen und ja und so weiter. Und wieder wegstellen. Anhänger, wenn wir in der Garage fahren, dann haben wir Platz. In der Halle ist wenig Platz. So. Packen wir gleich voll. So viel Geld haben wir noch, dann werden wir gleich mal reparieren. Reparieren. Und reparieren. Zurück. Einmal waschen. Nicht einsteigen, waschen. Bisschen Wasser sehen, ne? Bisschen. Ja, das Gewicht noch ein bisschen. Beim Waschen ist ja nicht so wichtig, ob man wohin strahlt, sondern ob man überhaupt hinstrahlt, ne? Ja, den Schmutz, denke ich mal. Und den Anhänger auch noch ein bisschen. So, das genügt. Ja, fahren wir in die Halle rein. Denn da ist kein Platz mehr. Dann nehmen wir auch einen kleinen Hallen, ne? Hier ist ein Platz. Ja, leider sind die nicht in die Flucht geraten, ne? Aber gut, das ist egal. Unser Unkoppelkämpfungsmittel da, Technik.
ein bisschen gerade stellen. Nächste Fahrzeug nicht, ne? Also den Ballenfresser zu sehen. Wäre ganz gut. Sieht schon böse aus. Ja, man hat dann nie Zeit und dann ist es stehen, ne? Dann ist es ganz gut, wenn man es einmal macht. Ist zwar so nicht stark beschädigt, aber halt, ne? Halt sehr schmutzig, ne? Aber wir trotzdem reparieren. Ja, nicht einsteigen. Das ist ja nicht viel, ne? Das ist ja nur ein Junge, Junge, nicht einsteigen, waschen erst. Ja, wie das also funktioniert, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, hier drin sind Messer und die schneiden das Gras oder anders gut halt klein, ne? Dass die Teile, was in den Messer das Gras reingedrückt wird. Die Welle, wo das aufhört, da wird es reingedrückt ins Messer. Messer sind dahinter befestigt. Und vorne ist ja klar, dass ja die Haken, die Zinken, die das entsprechend aufnehmen. So, jetzt ist es fertig und sauber. Packer brauchen wir nicht, der ist schon sauber. Ist vielleicht drin, das passt auch. Das fahren wir dann mal auch irgendwo. Und da hinten rein, wo eigentlich unser Gras technisch war. Ne? Wo der Hänger jetzt aufsteht, da werden wir es auch hinzustellen. Wir brauchen mal in eine andere Halle vielleicht. Ne? So, kaum ein paar Meter gefahren, schon wieder kaputt. Prozentchen. So. Was haben wir da? Ja. So, reparieren. Ja, unseren Schweinen geht's gut. Die müssen morgen früh wieder versorgt werden. Futterroboter wäre nicht schlecht. Den man praktisch einen Bunker vollgibt und dann entsprechend automatisch abgibt. Ne? Aber im Grunde genommen ist ja schon einer Prinzip normalerweise. Weil sonst muss man ja die Schweine jeden Tag abgeben. Ne? Zumindest anschalten, dass er doch voll wird. Ne? So, die nächste Ballenpresse. Da hinten der Zetter, der guckt mich schon eine Weile an. Den werden wir gleich in die Garage fahren, ne? In die alle. Das geht jetzt noch nicht auf die nächste Ballenpresse, finde ich das gut. Jo, nicht genutzt. Wir haben eine Heutrocknung, ne? Aber wenn wir es vom Wetter her zulassen würde, könnte man sagen, okay, wir trocknen halt noch im Feld oder auf der Wiese. Weil Heu brauchen wir das ja auch wieder. Ja, na leider. Muss ja gemacht werden, ne? Ich habe so einen Mod gesehen mit der Weide. Wenn man einmal die Kühe auf die Weide bringt, dann ist ja ein Haufen Arbeit, ne? 200 Kühe auf die Weide bringen, muss man den großen Anhänger nehmen, ne? Dann wird das mit zweimal, dreimal fahren erledigt. Aber wäre eine Option, ne? Juckt die Nase. Auch ein Mod jetzt von Sammelwagen von Pöttinger, auch die großen. Und da überlege ich mir dann entsprechend nochmal, ob ich da was zulege, wieder zulegen werde.
obwohl ich zur Zeit kein Geld habe, um mir neue Gerätschaften zu kaufen. Und die Mod-Onne wollte ich eigentlich nicht so voll machen, ne? Hab ich auch gehört. Ist schon zu voll eigentlich. Wollte eigentlich aussortieren jetzt im Winter, aber ich habe es nicht geschafft. Natürlich habe ich es getan, aber hier noch nicht. Aber auch für die Zukunft ist es so, ich versuche mal, wenn mal das neue LS kommt, das entsprechend vorsichtiger zu gestalten. Also mit weniger ist mehr und ja, nur das nehmen, was man unbedingt braucht. Und wenn man dann feststellt, ach, das brauchen wir jetzt, dann wird es aufgespielt und dann auch genutzt. Und wenn dann der entsprechende negativ auffällt, dann muss man leider wieder entfernen. So, noch viel waschen. Denn nicht jeder Mod ist gut, ist immer so, ne? Oder tut der anderen gut. Dann gibt es meistens auch hin und wieder Konflikte mit anderen Steuerungen. Und das ist dann schlecht. Natürlich könnte auch sein, dass in LS21 alles besser wird. In Anführungszeichen. Besser wird es ja meistens. Aber ne, man weiß ja mal nicht. Ja. Das sind ungelegte Eier, wie gesagt. Man weiß noch nicht genau, was kommt oder was überhaupt kommt. Lass uns überraschen. Im Grunde werden die ja schon die Grundidee fertig haben und auch die Grundsystem, aber das muss man ja prinzipiell schon vorher machen, bevor man überhaupt anfängt. Man muss ja ein bisschen Gedanken machen. Aber was nun genau alles kommt, das wird dann nicht erzählt. Ne? Das ist ja schön geheim gehalten. Das stellen wir hintereinander, weil wir haben ja nicht, dann brauchen wir eh eins und dann jetzt zwei. Ne? Also vom Prinzip her könnten wir noch düngen. Aber das mache ich mit Absicht nicht, das ist im Frühjahr nicht dran. Unkrautbekämpfung auch im Frühjahr machen. Auf den Fällen, wo es unbedingt notwendig ist, wo vereinzelt Unkraut ist, machen wir es nicht. Und da, wo es vermehrt auftritt, werden wir mal eingreifen. Ja, wenn wir einmal kurz fahren lassen. Zu großzügig gefahren. Also den auch mal gleich reparieren und waschen. Ja, und in der nächsten Folge werden wir ein bisschen Holz machen. Ne? Ja, leider ist das so. Ich muss da versuchen, mal ein bisschen Abwechslung zu machen, reinzubringen. Aber das ist halt zurzeit das, was ansteht, ne? Forst, ne? Na, Waschmoment auch noch. Wenn wir dabei sind, ne? Und das ist ein kleiner Düngersteuer. Gut geeignet für kleine Felder, für kleine Missionsfelder auch, ne? Wenn wir wirklich Geld brauchen sollten, könnten wir da ein bisschen in der Richtung beschäftigen. Könnte, müsste nicht, ne? Also ich bin da noch nicht ganz schlüssig, ob wir das machen werden oder nicht, weil ich bin meiner Meinung, das können die allein für sich machen, die Bauern, ne? So Düngemission eigentlich ganz gut verdient werden kann, ne? Eigentlich. Da wir auch 3 Tage spielen, wenn wir dann nicht so viel Zeit haben, denke ich mal. Aber im Großen und Ganzen, schauen wir. Wenn wir auf einspielen, ist ja relativ lange, ne? Auch im Frühling. Weil die Zeit wird ja wieder länger, wo es hell ist, und dann ist es auch ganz anders.
oder entsprechend was erreichen kann. Bisschen gerade soll schon sein, ne? So ein bisschen. So, die nächsten Fahrzeuge. Wahnsinn, die Zeit geht. Ich wollte noch eine Folge machen mit Wartungsreparatur. Also machen wir ein Fahrzeug nach dem anderen und dann ist es irgendwann auch erledigt, ne? Macht uns ja keiner. So, Reparatur, ja. Na gut, so groß ist der Schaden nicht, aber wir werden es einfach machen. Hier merkt man schon, dass er zu tun hat, aber der ist zum Glück leer, ne? Wenn der voll wäre, oder wäre schön, dann wir verkaufen können, ne? Hopfen zum Beispiel wäre schön, ne? Brauerei wird irgendwann nicht mehr produzieren können, aber noch hat sie. Ah, apropos Wasser. Wasser, Junge, Wasser wollen wir noch machen. Da haben wir es wieder. Ja, der tut sich schwer, wenn er voll beladen ist. Ne? Also ist eine, naja. Deswegen in der Beziehung eher mit. Ja. Mit kleinen Fahrzeugen und Traktor liefern. Gut, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben die Folge mit Wasser begonnen und beenden die Folge mit Wasser. Ich bedanke mich mal fürs Reinschauen und sage mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ne? Ja, Fleiß sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.